Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben heute den nächsten Tag, ich habe ja gestern den ganzen Tag im Krankenhaus verbracht. Trotz dessen soll für euch heute pünktlich das Video online kommen. Ich hoffe, ich schaffe es. Ja, heute wird es einen Teddy-Live-Fall geben. Ich war vor 2 Wochen schon mal bei Teddy ungefähr und dann war ich nochmal heute ganz fix beim Teddy und habe ein bisschen was eingekauft, da meine Mama ja morgen Geburtstag hat. Und ich würde mal sagen, ganz viel Spaß beim Zuschauen. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go out. Ich brauche jetzt hier einmal Geschenkeband, aber jetzt nichts Glitzerndes oder Weihnachtliches oder sowas, sondern ich brauche was für Pascal und da habe ich mich jetzt für das entschieden. Ich hatte das schon mal mitgenommen gehabt, aber leider ist mein Grün leer und Grün und Orange ist halt so ziemlich seine Lieblingsfarbe. Leider sehe ich das Ganze hier nicht einzeln, das heißt, ich werde jetzt definitiv zu Hause welche doppelt haben, aber ganz ehrlich, dann ist das halt so, die kosten 1 Euro, da kann ich nicht mehr meckern. Kann man immer gebrauchen. Dann nehme ich hier nochmal so eine große Schleife mit. Einmal hier für 1 Euro. Gibt hier noch gelb, es gibt noch pink und sowas. Aber ich finde die grüne ganz schön und auch da kann ich für 1 Euro nicht meckern. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier Schönes finden. Okay, wirklich viel finde ich jetzt nicht, was mich hier anspricht. Aber das ist noch etwas, was ich mitnehmen könnte. Einfach so schlicht Happy Birthday. Genau, für 1 Euro nehmen wir das Ganze mal mit. Hier gibt es noch super, super, super viel anderes. Zum Beispiel 50 hier und so glatte Zahlen haben die hier auf jeden Fall dann. Sowas hier mit so Krönchen drauf finde ich jetzt aber nicht so toll für Pascal. Nee, ansonsten, obwohl wir haben noch das hier. Naja, ich bleib bei dem hier. Dann nehme ich nochmal die hier mit. Ich mache da nicht Helium oder sowas rein. Ich puste die halt einfach selber auf und dann klebe ich die irgendwie an die Wand. Sieht halt auch ganz, ganz schön aus. Genau, davon brauche ich ja 2 Stück, weil 2 Zahlen. Ja, der Bruder her wird halt schon alt. Genau, hier gibt es noch so anderes. Hätte ihm auch irgendwie sowas mitnehmen können, wäre auch ganz lustig gewesen, aber nee, lassen wir das. Da unten gibt es noch so Happy Birthday, falls ihr das sehen könnt. Oder hier so anderes. Ich weiß nicht, soll ich jetzt noch Luftballons mitnehmen oder nicht? Keine Ahnung, ich könnte ja noch eine Packung mitnehmen. Irgendwie was Schönes. Gibt es irgendwas mit Happy Birthday? Hier haben wir zum Beispiel Happy Birthday oder I love you. So einen ganz großen haben wir hier. Ich weiß nicht, da muss ich noch mal jetzt gucken. Ich wollte jetzt gerne noch mal Luftballons mitnehmen, allerdings habe ich keine Ahnung was. Also wir haben hier sowas. Steht Happy Birthday drauf oder ja, I love you gibt es hier noch. Oder hier ganz normale, kosten aber 7 Euro. Ich würde niemals für Luftballons 7 Euro ausgeben. Oder hier einfach solche bunten. Was haben wir hier? Irgendwas mit Party. Mr. und Mrs. sind wir nicht. Das ist ganz cool. Game over. Oder hier Happy Birthday mit so einem Dinosaurier drauf. Leute, ich habe keine Ahnung. Ich nehme ihm einfach pinke mit. Was denkt ihr so? Ich habe keine Ahnung. Ich bin schlicht und weg. Keine Ahnung. Hier gibt es noch so ganz, ganz einfache, wo nichts draufsteht für 1 Euro. Ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt für die hier entschieden, für die paar Herzchen, die hier drin sind. Wir haben hier, glaube ich, 2 rote, 2 pinke und irgendwie ein weißes. Keine Ahnung, ich nehme das mal mit. Ich weiß jetzt, um ehrlich zu sein, nicht, welches Geschenkpapier ich mitnehmen soll. Also das ist das Einzige, was die so haben, was mir so gefällt in schwarz. Und zwar Happy Birthday. Kostet 2 Euro, aber sieht irgendwie mega, mega wenig aus. Das wird mir definitiv nicht ausreichen. Oder soll ich nochmal das mit den Herzchen hier mitnehmen und das hier? Keine Ahnung. Das ist auch nicht so ganz das Wahre. Hier haben wir das noch mit etwas größeren Herzchen. Oder hier haben wir zum Beispiel auch so ein schwarzes. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ich nehme aber, glaube ich, das hier mal mit. Ich glaube, das sind 2 Meter. Reicht das? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dann nehme ich doch nochmal hier diese schwarze mit. Passt das zusammen? Ich weiß nicht. Ja, doch. Doch, kann man nehmen. Ich nehme das mit. Die haben hier für 3 Euro so richtig tolle Flaschen. Schaut mal hier. Und so Hasenohren sogar drauf. Hier haben wir einen Löwen. Oder hier sowas. So, mit gar nichts drauf. Was haben wir hier noch? Hier zum Beispiel. Ich glaube, hier war ein Elefant oder sowas drauf. Genau da. Also wirklich, hier gibt es super, super, super viel Auswahl. Hier. Richtig, richtig toll. Und bei 3 Euro, Leute. Finde ich einfach richtig schick. Ich habe mir jetzt gedacht, dass ich für meinen Hund hier was mitnehmen werde. Und hier gibt es so super, super süße Sachen. Zum Beispiel hier solche
Kausnacks, die aussehen wie Zuckerstangen. Oder hier haben wir zum Beispiel einen Tannenbaum. Tannenbaum. Oh Gott, ich habe das von TikTok, da sagt die ganze Zeit eine Tannenbaum. Oder hier sowas, das finde ich auch ganz cool. Das kostet 2 Euro. Die anderen Sachen kosten 1 Euro. Ich finde den eigentlich ganz süß. Hier haben wir noch so einen Schneemann. Das haben wir da drunter, auch einen Tannenbaum. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich mitnehmen soll. Das wäre für Rex, glaube ich, viel zu viel. Ja, was nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme mal so einen Tannenbaum. Ganz süß für 1 Euro. Das finde ich ja auch mega, mega süß. Hier ist es ein bisschen sehr unordentlich, deswegen kann ich euch das nicht richtig zeigen. Aber ich finde die so süß. Ich finde die so niedlich. Die kosten 5 Euro. Ich nehme die jetzt mal mit. Und die haben hier richtig tolles Mickey Mouse und Minnie Mouse Geschenkpapier, Leute. Das werde ich auch definitiv mitnehmen. Das kostet gar nichts. 2 Euro. Da kann man nicht meckern. Schaut mal, die haben hier so richtig schöne Tannenbaumanhänger. Ich weiß jetzt nicht, wie man die nennt. Das ist ja kein Kugeln, so ein Herz. Beste Mama. Und ich habe da hinten auch noch hier bester Papa entdeckt. Die kosten 2 Euro und die nehme ich mal beide mit. Ich bin jetzt hier bei diesen ganzen Geschenketüten oder wie nennt man diese Dinger? Ausnahmsweise mal nicht alles Weihnachten. Ich habe extra drauf geachtet. Meine Mutter hat morgen Geburtstag. Der Live-Voll kommt ja heute noch online. Ich bin extra für euch jetzt nochmal in die Stadt gefahren mit einem sehr schmerzenden Arm, aber das macht nichts. Ich muss eh noch einkaufen für Mama. Kann ja nicht sein, dass ich morgen ohne nichts dastehe, da ihr Geburtstagsgeschenk für morgen, was geplant ist, geplatzt ist. Das kommt nämlich verspätet. Ich habe gerade einen Anruf bekommen, deswegen muss ich mir jetzt irgendwas anderes überlegen. Ich finde das hier einfach so unglaublich süß. Meine Mama mag das so gerne. Also so mit Teddys und halt dieses Oldschool-mäßig und ich finde, das sieht halt einfach so aus. 2 Euro, das nehmen wir mal mit. Wir stehen ja kurz vor Weihnachten und ich nehme definitiv hier auch was aus dieser ganzen Spielzeugabteilung mit. Zum einen nehme ich hier dieses Play-Doh Kitchen Set hier mit für 20 Euro. Das nehme ich aber als letztes mit, weil ich habe jetzt hier nur einen Korb. Die liebe Lisa vom Kanal Colorful Mess hat mich da so krass angefixt, dass ich das jetzt auch mal mitnehmen möchte für jemanden. Und dann habe ich mir gedacht, nehme ich nochmal sowas hier mit. Das habe ich ja auch in meiner Kindheit gehabt, kostet 5 Euro und finde ich halt einfach ganz süß. So, das nehme ich gleich mit. Was haben wir hier sonst noch? Hier ist sehr viel durcheinander. Heute ein bisschen schwierig, hier irgendwas zu finden. Muss ich an dieser Stelle jetzt ehrlich gestehen. Wer kennt diese Murmeln noch von damals? Ich wollte auch mal welche haben. Hatte ich welche? Nö. Meine Mutter fand es unnötig und hatte Angst, dass ich die verschlucke. Was haben wir hier? Oh, so eine Barbie wäre ja nicht schlecht, oder? Das meinte ich. Hier ist alles überall reingequetscht, Leute. Du weißt gar nicht, wohin. So, ich ziehe mal die Barbie raus. Die finde ich eigentlich ganz schön. Die Dinger finde ich jetzt auch richtig, richtig schön. Das ist so perfekt für den Tisch. Meine Mutter hat jetzt gerade sowas Ähnliches in Roségold. Und habe ich das gesehen für 1 Euro pro, kann man nicht meckern. Dann nehme ich mal ungefähr 12, ist glaube ich zu viel. Nee, ich glaube, ich nehme einfach mal 6 mit. 6 dürften reichen. Genau, die haben hier sonst noch vieles verschiedentlich anderes. Hier zum Beispiel mehr so stoffmäßig. Oder hier sowas. Ist auch sehr, sehr schön für unter die Deko. Diese Strohhelme hier gehen wirklich immer. Und wir haben hier wieder so ein paar neue. Hier zum Beispiel mit ein paar Lama drauf. Ich glaube, das sind Lama. Einhörner haben wir hier drauf. Meerjungfrauen oder hier solche Tiere. Elefant, ein Hund, glaube ich. Was das sein soll, weiß ich nicht. Da hinten haben wir Giraffe und so ein Krams. Finde ich richtig, richtig schön. Ich habe aber jetzt gedacht, ich nehme mal die mit. Und zwar 2 Packungen. Mein Herzchen an meiner Tür ist kaputt gegangen. Das ist hier ganz doof gerissen. Ich hatte vorher sowas mit Willkommen drauf. Und ich wollte eigentlich dieses Willkommen da wieder draufkleben. Aber ich brauche halt einfach nur ein neues Herzchen. Ich weiß aber jetzt nicht, was ich nehmen soll. Mehr sowas hier. Aber dann sieht man ja die beiden Sachen nicht. Ist auch ein bisschen blöd. Ich nehme jetzt einfach wieder so ein Herzchen hier mit. Ja. Sieht so ähnlich aus. Kostet 4 Euro. Das darf dann mitkommen. Die haben hier ganz, ganz tolle Wärmekissen. Zum Beispiel Elefant. Ich glaube, das soll, was auch immer das sein soll, ein Bär oder sowas. Finde ich richtig cool. Oder hier sowas, ein Donut. So in vielen verschiedenen Farben, Formen. Finde ich richtig toll. Die kosten übrigens auch nur 7 Euro. Ich habe jetzt hier so richtig tolle Küchentücher gefunden. Wir haben hier das Ganze einmal in Schwarz und einmal in diesem wunderschönen Grau. Finde ich ja mal richtig toll. Kosten auch nur 5 Euro. Ist mal was komplett anderes als sowas, wie wir jetzt haben. Ich finde einfach, das ist so ein toller Hingucker. Keine Ahnung, einfach so. Auf solche schönen Muster falle ich halt sehr gerne mal rein. Okay, das da hinten ist ein bisschen... Okay, aber... Das ist ganz oben, finde ich schon schön. Nehme ich mit. 5 Euro. Okay, finde ich ein bisschen teuer, aber egal. Ich nehme es mit. Ich nehme es mit. Die haben hier richtig, richtig tolle Wärmeflaschen. Bei Woolworth gibt es zwar noch bessere, aber die ist für meine Mutter. Ich gucke gerade, was ich hier so zum Geburtstag schenken kann und ich kann mich nicht so entscheiden. Meine Mama wäre es eigentlich egal, was für eine Wärmflasche sie hat.
Könnte auch eine ganz normale da hinten für 3 Euro sein, könnte aber auch so eine schöne sein. Hier zum Beispiel haben wir eine Mauer. Ich weiß nicht. Ups, ich bin hier fast runtergefallen, Leute. Weil ich hier gerade auf den Knien bin. Ich finde das Weiße halt einfach so unglaublich schön, aber ich weiß nicht, ob das was für meine Mom wäre. Oder soll ich halt einfach so eine graue, so eine einfache nehmen? Ich glaube, ich nehme hier einfach so eine graue mit für 3 Euro. Meine Mom mag nicht so Tamtam. Ich nehme mir mal das mit. Ich nehme meiner Mutter jetzt aber einfach nur so nochmal so eine Küchenwaage mit. Unsere alte ist nicht kaputt, die funktioniert noch, aber hinten ist so ein Silikonstück abgegangen und das sorgt halt dafür, dass es halt nicht immer das richtige Gewicht anzeigt. So, ich nehme die alte wieder mit zu mir und dann, ja, hat meine Mom halt eine neue, die funktioniert. Wir müssen auch noch irgendwo eine haben, aber wir gehen davon aus, dass Oma die bekommen hat, beziehungsweise Oma die mitgenommen hat, einmal zum Backen und nicht mehr wieder zurückgegeben hat. Genau, mindestens 5 Kilo, bla bla, mindestens 5 Gramm, also Minimum 5 Gramm, Maxi 5 Kilogramm. War das Deutsch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall nehme ich das Ganze jetzt mal mit. 10 Euro ist ganz schön happig. Ich bin echt überlegen, ob ich den nicht bei Action günstiger kriege. Aber ich habe jetzt keinen Bock, zu Action zu fahren. Nee, ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht. Ich nehme sie jetzt einfach mit. Dann nehme ich hier nochmal so richtig tolle Partyspieße mit. Wir haben hier einmal solche Schmetterlinge, solche Sternchen, in Silber, auch hier so ein Gold. Mit so Herzchen, die finde ich irgendwie persönlich ganz schön. Hier haben wir auch nochmal Sterne, aber irgendwie finde ich die Schmetterlinge ein bisschen besser. 55 Cent kosten die. Oder ich nehme beide mit. Die Schmetterlinge und die Herzchen. Wir würden die sowieso weiterverwenden, also einmal ja, sauber machen, dann geht das schon. Ich nehme die mal mit. In diesem ganzen Durcheinander hier, um ehrlich zu sein, wo du überhaupt gar nichts mehr mitbekommst, habe ich aber jetzt nochmal diese süßen Sticker hier gefunden. Die kann man sehr gut auf die Geschenkekörbe oben drauf kleben, wie ich, vielleicht können sich einige erinnern, diese Schokolade oben drauf geklebt habe. Ich hatte euch ja 2 Weihnachtskörbe gezeigt, wie die bei mir aussehen. Und oben halt auf diese durchsichtige Folie habe ich ein Stück Schokolade drauf geklebt. Und ja, bei kleineren kann man halt auch solche Sticker drauf machen. Die nehme ich jetzt mal mit. Bei 10 Stück 1 Euro kann ich nicht meckern. Und jetzt habe ich nochmal solche Boxen hier gesehen. Hier sind Adventskalenderboxen. Schade, ich habe jetzt gedacht, dass die ohne Zahlen sind, sonst hätte ich die mitgenommen. Naja gut, dann bleibt es halt nur bei den Stickern. Hier unten habe ich jetzt nochmal solche Säckchen gefunden. Und ich wollte da meine Mom eine Flasche Wein oder sowas reinpacken und dann oben halt einfach so zumachen. Finde ich halt irgendwie gerade eine ziemlich gute Idee von mir. Ist zwar doch ein bisschen groß, aber kriege ich schon irgendwie hin. Kostet 1 Euro, da kann ich echt nicht meckern. Das nehme ich mit. Gibt halt auch nur die. Andere sehe ich nicht. Dann nehme ich nochmal hier so eine Box mit so einem richtig tollen Pinguin drauf. Die kostet auch 1 Euro. Hier gibt es noch so andere. Es gibt noch viel, 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 viel mehr. Aber die sind jetzt auf der anderen Seite und da wird gerade eingeräumt. Deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Aber genau, ich nehme die auf jeden Fall mit. Da habe ich schon einen Plan, was ich da reinlegen könnte. Ansonsten, glaube ich, brauche ich hier nichts mehr. Falls einige wirklich ganz kleine Körbe machen möchten, gibt es solche Körbe auch bei Woolworth und bei Teddy und bei Kick zu kaufen. Hier könnt ihr einfach so ein paar Kleinigkeiten reinmachen, keine Ahnung, ein bisschen Tee oder sowas, Krimskrams, Schokolade oder so, und dann könnt ihr einfach so durchsichtige Folie drauf machen und dann war es das auch schon. Wie gesagt, solche kleinen süßen Körbe könnt ihr auch hier kaufen. Oder ihr könnt solche Untersätze benutzen hier. Gibt es ja auch in vielen verschiedenen Farben und Formen. Hier mit zum Beispiel Tannenbaum. Ich glaube, dass da drunter müsste ein Schneemann sein. Ein Tannenbaum. Für Rex habe ich jetzt auch noch mal ein Spielzeug gefunden. Und zwar das hier. Ich finde, das war übel krass überteuert, muss ich gestehen. 5 Euro für so ein Spielzeug. Es macht sogar Geräusche im Leben. Nehme ich ihm das nicht mit. Nee, nee. Vielleicht dann so eins hier. Ich hoffe, das macht keine Geräusche. Ich wollte mir jetzt gerne irgendwas mitbringen vom Einkaufen. Und seine Kuscheltiere hat er schon fast alle zerbissen. Ich nehme ihm mal so eins mit. Das ist doch süß, oder? Hier haben wir auch das ganze Hundespielzeug und Hundezubehör und hier findet ihr wirklich alles. Also wirklich von A bis Z findet ihr einfach alles hier. Ich habe jetzt aber das hier gefunden und das finde ich halt ein bisschen kleiner und süßer für Rex. Deswegen nehme ich das mit und das andere packe ich dann wieder weg. Weil ja, Rex ist halt nicht so groß, es ist eher ein kleiner Hund und ich finde, damit kann er halt ein bisschen besser spielen. Und das Wichtigste, es singt zwar nicht, aber es macht Geräusche und das mag er sehr, sehr gerne momentan. Wir hatten ihm 2 Mal davor schon ein Spielzeug gekauft. Da wussten wir nicht, dass es Geräusche macht. Das hat er dann irgendwo nach ein paar Wochen selber herausgefunden. Kostet 3 Euro, das nehme ich auch mit. Dann habe ich sowas hier gefunden, so ein Kitchen-Time-Ding. Also da könnt ihr jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Schwämme und so ein Krams reinmachen oder was ihr dann dazu benutzt. Jetzt weiß ich nicht, soll ich den runden mitnehmen oder das hier? Ich finde den aber ein kleines bisschen besser.
Kitchen Time. Kostet 2 Euro. Finde ich halt nicht schlecht, weil das fliegt bei uns irgendwie jedes Mal rum. An der Seite, links, rechts, oben, unten, keine Ahnung. Das regt mich halt immer voll auf. Und so hat das halt seinen eigenen Platz. Und bei 2 Euro will ich da auf jeden Fall nicht meckern. Ich wollte noch irgendwas mitnehmen, aber ich habe es vergessen. Leute. Achso, ich wollte noch so eine Dose mitnehmen. So eine hier. Für Zucker. Also für die große Packung Zucker. So wisst ihr, wie ich meine. Wir haben ja kleine für den Tisch und große. Da ist hier nämlich bei der anderen gestern der Deckel kaputt gegangen. Der geht nicht mehr richtig zu. Was kostet das? Gar nichts. Ich weiß es nicht, Leute. Da ist kein Aufkleber drauf. 1 Euro. Einfach nur, weil die so süß aussehen, würde ich die jetzt mitnehmen, Leute. Mit so Schneeflocken drauf. Einmal haben wir hier braun und einmal haben wir hier blau. Ich finde die so unglaublich schön. Ist nicht so, dass wir so viel schon haben. 1 Euro. Der Deckel gefällt mir auch sehr gut. Ich finde die jetzt so schön, dass ich die jetzt mitnehme. Mir sind gerade fast alle Brotdosen runtergefallen. Eine nette Dame hat mir geholfen und die aufgehoben. Ja, ich finde die schön. Ich nehme die mit. Keine Ahnung für was, aber Brotdosen kann man ja immer gebrauchen, Leute. Gehen oft kaputt. Sowas habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Ich kenne das für Bananen. So, wisst ihr, so eine Bananendose. Aber für Äpfel habe ich das nicht gesehen. Moment, ich mache das mal eben auf. Da kannst du einfach einen Apfel reinmachen. Das muss ich meinem Vater mitnehmen. Der nimmt immer zur Arbeit einen Apfel mit, morgens. Also wenn er dann zu Hause war. Das finde ich cool. Sind da oben, da könnt ihr das sehen, sind nur noch 2 Stück, glaube ich, da. Nehme ich mit, egal. Meine Lieben, ich hoffe, euch da draußen hat dieses Video gefallen. Ich würde mich sehr über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall, das Glöckchen zu aktivieren, so verpasst ihr auch in Zukunft keines meiner Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Tschüss, ihr Lieben.